Okay, nochmal so rum. Wozu ist das Ding gut? Wie ein Forstwolf. Ich will kein R, oder? Ah, komm. Dann eben nicht. Danke. Wird schon irgendeinen höheren Sinn haben. Rein da, rein da. Wir sehen. Muss man da Lagerfeuer bauen oder so? Ich habe keine Ahnung. Weiter geht's. Flüssiges Glas wollte ich mal anschauen. Und nicht verschwenden. 83. Na, geht's 3? Das ist ein bisschen viel, was da rauskommt, oder? Nee, das ist doch nicht. Warum? Oh, nee, ich sag nicht, dass ich das jetzt einzeln machen muss. Erstmal. Das härtet jetzt aus. Nicht, dass ich einen Block einzeln habe. Das wäre ein bisschen viel. Oh mein Gott. Kann man das flüssige Glas in Scheiben gebrauchen? Klare Glasscheibe. Ja, dann machen wir halt noch ein paar. 1, 2, 3. Wer weiß. Das ist ein bisschen verschwenderisch, wenn ihr mich fragt. Das muss doch einen sinnvolleren Weg geben. Als den Blödsinn hier. Sonst brauche ich nochmal, dass Glas und gut ist. Das wäre echt ein bisschen sehr verschwenderisch. Ja, komm her. 4 und 2. Unsere Superpfanne kommt hier hin. Aber wie sieht es eigentlich mit der Lava aus? Ich wollte den noch neu holen, wa? Komm nicht ganz so eilig. Jo, unser Knapsack haben wir. Weiter geht's. Was war nach dem Chisel noch angesagt, von dem wir nicht wissen, wozu es gut ist? Frying Pan. Ich die Firma ausgessen, sonst würde ich hier wahnsinnig werden auf Dauer. Nein, ich wollte nicht in das Buch öffnen. 28, 27, Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie viel der hier braucht. Hauptsache, kommt was bei raus. Nein! Ich krieg wieder. Ich mag das Glas jetzt schon. Aber egal. Jetzt. Jetzt mal kurz herüber, was Sicherheitsgründe. Das andere Glas sollte ich lieber gleich wegräumen, bevor ich noch auf dumme Ideen komme. Hausbaumaterialien, hier hin. Schön. Fackeln muss ich auch noch verteilen. Es ist schon wieder Nacht, stelle ich fest. Was freut uns das doch wieder? Mann, das reicht immer noch. Da sind wir wieder. Meine Güte. Eine schwere Geburt. Der ist sogar fertig geworden, ich bin beeindruckt. Noch immer 3. Weg damit. Kann man doch Iron Glass, Liquid Glass Ingots machen, oder? Ich hab keine Ahnung. Einer. Verscheißert ihr mich gerade, oder so? Das machen wir jetzt einfach mal. Spaßenshalber. Kann man nicht. Okay. Hätte ja sein können. Weg damit. So, dann können wir nicht in aller Ruhe. Was hatte ich gerade eben noch gesagt? Gold und Kupfer oder so ähnlich, ne? Verdammt. Ich
Moment, wie viel von der Sorte? Eins zu zwei, geht klar. Also Gold. Und du Aluminium. In welchem Verhältnis? 1 zu 2, aber was mal was? Mann, bin ich vergesslich. Du Aluminium 1, Gold 2, geht klar. Wollt ihr mich verscheißern, oder was? Dann muss ich das jetzt noch 12 Mal nachgucken, bis ich es gefunden habe. Hadidborn, Rezept. Geschmolzenes Hadid. Das freut mich aber. Ist hier irgendwas falsch angezeigt, von dem ich nie weiß? Das an. Du Aluminium, Gold. Moment. Deswegen erklärte einiges, weil es kann ja nicht alles Du Aluminium und Gold sein. Mal eine Frage, Manuel irgendwas? Zeigt jetzt wahrscheinlich genau dasselbe an, oder? Du Aluminium und Gold. Das kennen wir noch. Also wissen wir schon mal, was es nicht ist. Nämlich nicht Gold und Dings da. Wenn es nichts bewirkt, können wir nämlich Aluminium Brass erstmal wieder ablassen. Hier wirst du nicht fertig mit dem Zeug. Und ich muss doch mal eine Pause einlegen und mir Tutorial anschauen. Tja, scheint nicht viel zu helfen. Helfen, helfen, wie auch immer. Zack, ja. Wieso steht in keinem dieser tollen Bücher etwas dazu? So, und das kenne ich nur inzwischen. Und es regnet, als ob ich nichts anderes wollte. Achso. Zinn und Kies. Das könnt ihr auch mal aus Spaß an der Freude probieren. Was war das jetzt gerade? Zinn, 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 haben wir Zinn? Stücke Kies holen oder mehrere, falls wir sowas haben. Und nicht schnell ernten. Och, der scheiß Regen immer wieder. Das funktioniert prima. Man könnte natürlich auch räumliches Vorstellungsvermögen nutzen. Von dem ich zugegebenermaßen nicht allzu viel habe. Danke, das war bestimmt das, was ich jetzt wollte. Nuggets 8. Achso, es verbraucht Nuggets. Run a bit faster mit.
Nein! So doch nicht, Leute. Frage ist, wo sollen wir das hinstellen? Da hinten wäre nicht schlecht irgendwo. Quasi vor die Haustür. Yep, funktioniert. Naja, minimal, aber was soll's. Ist auf jeden Fall ein cooles Gimmick, während es regnet. Und wie immer wache ich auf mit einer Fackel in der Schnauze. Kennt ihr ja. Das ist halt manchmal so im Leben. Aushärten, weiter geht's. Toll, was man so alles machen kann. Wie viel haben wir eigentlich zur Verfügung? Noch weitere 7 Nuggets. Deswegen war es auch leer, weil ich habe das verschwendet. Und damit war es weg. Komm, schneller. Zinn-Nuggets. Kann man das auch versilbern hier, Blöcke? Oder Rohaluminium drüber? Ich habe doch bestimmt irgendwo Stein. Kann man Stein schmelzen? Warum sollte man Stein nicht schmelzen können, YouTube an der Stelle? Erklärt mir das. Ja, ein bisschen mehr Anlauf wäre nicht schlecht. Na, seht ihr, das geht doch. Jetzt noch durch die ganzen Karten hier. Danke. So, noch irgendwas, was wir wissen sollten. Hier scheint es ja nichts Brauchbares für mich zu geben. Danke. Nehmen wir das andere Buch wieder zur Rate. Das sagt uns, dass wir noch mehr lustige Effekte haben, die wir gar nicht brauchen. Diamant. Ja, das weiß ich selbst. Wenn ich aus Diamant mehr herstellen könnte, wäre ich schlecht. Stil. Das heißt, ich werde jetzt so oder so mal nachschauen müssen, sonst wird das nichts. Und dann fangen wir eigentlich an, mit dem Haus zu bauen. Es sei denn, ich habe eine Lösung, dann machen wir noch eine Runde weiter. Bis zum Montag. Wo ist denn das andere Buch schon wieder hin? Lang. Ja, manchmal hat man es auch nicht leicht. So, ja. Brauchen wir jetzt Eisenerz? Ich glaube nicht. Kupfer und Aluminium. Dreimal Aluminium, einmal Kupfer. Dummerweise ist das Verhältnis genau andersrum. Zinn. Einmal Zinn, dreimal Kupfer ergeben. Mal gucken, wie viel Verschwendung das jetzt war. Werden wir früher oder später wissen. In der Zwischenzeit machen wir hier eine Pause. Boah, ist das anstrengend. Gehabt euch wohl, Ecstasy, ANI. Wir grüßen den kleinen Tim, Tim der Tintenfisch. Xane out.